Shirsha Pada Salamba Bhujangasana ist die halbe Kobra mit Fuß auf dem Kopf oder mit anderen Worten die königliche Sphinx. In der Sphinx gibt die Ellbogen und die Unterarme auf dem Boden, das wird oft genannt als Salamba Bhujangasana, und dann beuge deine Knie und gib die Füße Richtung Kopf. In einer anderen Tradition ist Salamba Bhujangasana die normale Kobra mit gestützten Händen. Fabian kann auch das machen, indem er jetzt seine Hände dahin gibt, wo bisher die Ellbogen sind, und dann die Kopf Richtung Füße, und prompt ist es auch leichter, die Füße ganz auf dem Kopf zu setzen. Also es gibt unterschiedliche Ausdrucksweisen. Für manche ist die Kobra mit gestützten Händen Salamba und für manche ist die Kobra mit Ellbogen auf dem Boden Salamba Bhujangasana. Shirsha Pada heißt in jedem Fall Kopf zum Fuß bzw. die Füße zum Kopf. In jedem Fall fortgeschrittene Rückbeugen, die eine starke Flexibilität in dem Rücken erfordern.